Hallo, da sind wir wieder bei unserer guten Bertha. Die Bertha, die ist hier in ihrer Hochzeitslounge und sie würde so gerne noch ihren 10. Kuss erleben. Dann hätte sie das fertig hier. Das Problem dabei ist, wir haben hier gleich mehrere ihrer Lover. Der Leo, der war schon ein bisschen angefressen, weil du da ein bisschen hier mit ihm fremd geflirtet hast. Und da ist auch noch der Vater deines zukünftigen Kindes. Das ist ziemlich kompliziert, da fehlt jetzt bloß noch dein Ehemann. Ich denke mal, das wird hier nicht. Hier, komm, iss mal was. Ich glaube, du hast Hunger, komm. Freund dich vor, Stein. Mimi, du willst einfach nur essen. Kannst du nicht essen? Ach, das tut sie schon. Ja, hau dir die Chips hinter. Du musst jetzt für zwei essen. Das kleine Bäuchlein ist schon zu sehen. Die amüsieren sich ja alle ziemlich prächtig. Allerdings wird das jetzt schwierig. Leo ist sowieso angefressen. Warum die alle kurze Hosen anhaben und Halbglatze, weiß ich auch nicht. Na, vor allen Dingen, er ist ja hier. Und er soll eigentlich auch so in Zukunft dann zukünftiger erstmal so bleiben. Also, es ist zumindest die erste Wahl, ne? Es könnte dein zweiter Mann werden. Vorausgesetzt, du lässt dich scheiden. Ja. Darüber müssen wir dann noch reden. Aber der 10. Kuss. Uns fehlt noch der 10. Kuss. Ah, was machen wir? Entweder wir gehen noch mal ganz woanders hin. Der Johnny ist auch noch zu Hause, ne? Dann muss der dann mal wieder arbeiten. Wir können ja nicht mal nach Hause gehen. Ah. Ich guck mal. Wann muss der denn los? In 20 Stunden. Also heute erstmal gar nicht. Ganz doof. Okay, Bertha, wir versuchen es einfach nochmal, ob wir woanders hin können. Nee, nicht du. Ich muss das ja mit Bertha machen, komm. Bertha, komm. Ja, wir könnten ja auch einfach mal irgendwo, wir können auch ins Schwimmbad gehen. Jetzt so nachts, hm? Machen wir einfach mal. Oh, mit wem hatten wir denn jetzt angefangen? Wen hatten wir denn jetzt hier im Schlepptau? Wer war denn das jetzt? Das war hier der Henrik Weber, ne? Den hatten wir die ganze Zeit versucht mitzunehmen. Wir sehen mal. Er ist zumindest erstmal wieder mit dabei. Das ist ja schon mal was. Komm, dann bringen wir ihn halt sofort in Stimmung. Aber ich glaube, der ist sogar noch in Stimmung, ne? Komm, täusch ihn, auch wenn es dir dabei schlecht wird. Moment, hier kommt keiner mehr. Es ist 21.30 Uhr, es ist niemand da. Cool. Hey, da ist niemand. Super, du kannst hier weitermachen, komm. Romantik, die sind alle noch in der Bar, die hängen da voll ab. Vielleicht habe ich das hier bei dem Platzieren, aber wir waren noch hier schon, oder? Komm, Bertha, du kannst hier voll reinhauen. Voll reinhauen hier. Niemand ist da. Niemand sieht dich. Oh, oh, da kommt die Erste. Frag mal, ob der Single ist. Guck mal. Bertha, bist du vor? Dein Techtel möchte. Und davon ist ihm ganz schwindelig. Also bisher ist nur sie da. Das ist mal sehr, sehr gut. Was will sie von Bertha? Sie will gerne Hochschul verkaufen. Braucht er nicht. Braucht sie doch gar nicht. Komm. Wir machen weiter. Bertha, was machst du denn? Du bist hier am Flirten. Ja, eigentlich sollst du ihn hier um Finger wickeln, ne? Und nicht sie. Ob du dich so ein bisschen vorkommst wie das dritte Rad am Wagen? Ich weiß es nicht. Du kannst ihm ja mal eine Rose anbieten. Komm. Wir wollen doch nur noch einen Kuss haben. Und? Fand das erstmal toll? Naja. Er findet sich unwiderstehlich. Das ist doch schon mal was. Mach ihm was vor. Oh oh. Wer war das hier eben? Summer kam auch schon. Der ist auch wieder so wenig hier. Was soll das? Okay, flirte trotzdem. Oh, sie findet ihn scheiße. Oh oh oh. Ja, Bertha, ich weiß. Wir hatten schon viel, viel tollere Typen. Aber es ist hier gerade so schön ruhig. Die sind alle in der anderen Bar. Das sollte doch vielleicht noch möglich sein. Komm. Wir versuchen es einfach. Hände küssen, ja, mehr kommt hier auch nicht. Das ist genauso ein schwieriger Fall. Das sind alles die mit dieser komischen Figur hier. Ha? Alle die hässlichen Typen, die sind total schwierig. Oh, 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 oh.
Nee, den haben wir nicht. Daran würde ich mich erinnern. Es sei denn, der hat so viel Chips gefuttert. Mach ein Kompliment über sein Aussehen. Wer ist denn das da überhaupt? Na, ist das schon weg, Mist. Oh, sag mal, du hast das schöne Kleid ausgezogen, das du bei Bella, bei Bertha gekauft hast. Ah, die sind total ruhig. Oder schwimmen die da irgendwo ganz oben? Kann auch sein, ist egal. Guck mal, er bietet dir auch eine Rose an. Mann, dann sollte doch nicht mal dieser doofe Kuss kommen, ey. Nee, warum nicht? Ich will jetzt keine Verabredung. Das können wir später nochmal irgendwann machen. Ja. Mach. Oh. Er ist auf jeden Fall Feuer und Flamme. Natürlich, warum er nicht? Dann stell doch mal eine schlüpfrige Frage. Vielleicht hilft das ja. Guck mal. Dazu sage ich jetzt nicht. Das interpretiere ich jetzt nicht weiter. Manu! Warum kommt hier nicht mehr? Oh. Ich habe gar nicht aufgepasst. War der jetzt überhaupt Single? Moment. Bitte ein Freund zu sein, dann müsstest du ihn doch aber auch küssen können. Komm, ersten Kuss annehmen. Komm, sofort hierher. Wo ist er hin? Nee, komm. Mit Sommer brauchst du nicht. Wo ist er jetzt? Nein, jetzt ist er wieder weg, oder wie? Oh, nee. Jetzt, wo das gerade kam. Ah! Jetzt ärgere ich mich, Mann. Ich muss ja nur mal kurz gucken. War der jetzt verheiratet, oder? Ach, jetzt auch Masseur. Hatte ich den nicht gefragt, ob der verheiratet ist? Der ist auch Single. Und warum ist er jetzt nicht mehr da? Manu, ist er jetzt echt abgehauen? Nee, da ist er doch noch. Komm, Bertha. Den Kuss holen wir uns noch ab. Los. Zack. Ich will das jetzt schaffen hier mit dir. Ha? Bertha, du bist so unwiderstehlich. Das sollte doch hinkauen. Wir erleben unseren 10. Kuss. Ja! Mit den tollsten Typen, den wir uns gerade hier noch auf diesem Grundstück angeln konnten. Jawohl! Wir haben es geschafft, du sollst jetzt 8 Freunde haben. Oh, oh, komm, du stehst da gerade so schön rum. Bin ein Freund zu sein. Weil 3 Verabredungen Gold verdienen, das ist natürlich auch nochmal heftig. Aber wir nehmen den erstmal mit. Jetzt gehen wir mal ganz taktisch vor. Wenn er jetzt dein Freund ist, dann brauchst du ja nur noch 3. Wenn mir da 3 Verabredungen gibt. Will er nicht, oder was? Hast du ihn jetzt gefragt, ob er dein Freund sein will? Nee, hast du noch nicht? Mach mal. Ja. Juhu, er freut sich darüber. Er darf dein Freund sein. Na, wie schön. So. Oh, wen haben wir denn da? Mist, jetzt haben wir hier die ganzen Küsse schon verbraucht. Wir brauchen gar nicht mehr. Wer ist denn das hier überhaupt? Ha? Wer bist denn du? Ein Teenager! Hey, Moment. Bella, Bella, komm mal hierher. Komm mal her. Den gucken wir uns mal genauer an. Kannst du dich mal freundlich vorstellen? Gerda. Gerdalein, wie wäre es denn, wenn wir dich mal ein bisschen älter werden lassen? Guck mal, der ist doch schnucklig. Hm? Oh, das ist ein total sympathischer Typ. Oder auch nicht so? Hey, du solltest dich mal hier freundlich vorstellen. Jetzt hör mal auf, da mit dem Typen da rumzumachen. Stell dich auch, oder meinetwegen auch lustig vorkommen. Lass es doch da mal sein, wer da. Es ist gut, komm. Dem kannst du dich jetzt hier mal freundlich vorstellen. Ups. Hallo, hallo, ich habe eine wunderschöne Tochter und die wird bald größer. So, ich denke mal, Bertha, du hast jetzt, glaube ich, genug. Komm, geh nach Hause. Geh jetzt nach Hause, du warst so erfolgreich. Wir haben alle unsere 10 Küsse beisammen. Jo. Deinen zukünftigen ersten Schwiegersohn hast du auch schon mal kennengelernt hier, würde ich sagen. Mit dem verstehst du dich auf jeden Fall erstmal prima, so wie ich das sehe. Ja. Okay. Hast du ihm eigentlich schon davon der Neuigkeit erzählt? Große Neuigkeit erzählen, guck doch mal, sie bekommt ein Baby. Deine zukünftige Freundin bekommt ein kleines Geschwisterchen. Da. Was machst du da eigentlich, Bertha? Wir sammeln in die Sterne gucken.
und plaudern mit Marvin. Oots Rimple School. Da 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 da. Es reicht. Bertha. Okay. Guckt dir das an. Ja. Und wie findet er es? Super findet er das. Schön. Du darfst trotzdem jetzt nach Hause gehen, Bertha. Komm. Bertha. Tanzen. Ja, auch zu labern. Komm. Ab nach Hause. Flitze. Vom Karamusti. Zack. Na, was haben wir denn hier für eine Silhouette? So ein kleines süßes Bäuchlein. Oh, ich hab Hunger, ich muss aufs Klo, bin müde. Ja, was denn jetzt zuerst? Nee, nicht erst schlafen, würde ich sagen. Komm, geh mal erstmal aufs Klo. Johnny, hast du was gekocht? Haben wir noch was zu essen? Verdorbenes Essen. Doch, da ist sogar noch was. Guck mal hier. Noch 3 Tage. Komm, nimm dir das dann. Und danach darfst du schlafen gehen. Komm, ab in die Kiste. Sag mal, Johnny, was bist du für ein Vater? Warum ist denn die Gerda hier noch wach? Warum darf denn die hier nachts noch Fernsehen gucken? Was bist denn du für ein Vater? Hat sie schon Hausaufgaben gemacht? Nee, wahrscheinlich auch nicht. Und okay, das ist nicht mehr müde. Oh. Na okay, dann soll sie jetzt erstmal noch was essen und danach die Hausaufgaben machen und so weiter. Klein Gerda in ihrem Lieblingsoutfit. Ja, die möchte so gerne so ein schönes Knuddeltier haben. Ah, Johnny ist immer noch nicht beleidigt. Oh. Er liebt dich so, wie du bist. Mit all deinen Fehlern. Und die sind sehr viele. Es sind sehr, sehr viele Fehler, die du hast. Oh. Zum Beispiel, da ist schon mal... ja, also, das war der erste Fehler hier, ne? Dieser kleine Bauch, der ist nicht von dir. Ja, und was sagt Gerda dazu? Gerda verkleidet sich, okay. Ja, hast du jetzt mal zu Ende aufgegessen? Ist gar nicht, oder wie? Die labert nur rum. Jetzt mal erstmal den Fernseher. Ach, Radio habt ihr auch an. Okay. Alles aus hier. Ausschalten, ausschalten. So, Tüte und Karton hier. Warum kommen da noch? Nee, ist weg. Okay. So, jetzt isst doch mal. Hat sie denn jetzt wenigstens gegessen? Ja, jetzt tut dir auch noch der Rücken weh. Dann, wenn du das alles gemacht hast, kannst du dann auch ins Bett gehen. Du brauchst jetzt nicht mehr mit Gerda plaudern. Oh, Johnny, wie sieht die Dusche aus? Nee, Gerda muss erst aufs Klo, bevor du das sauber machst. Jetzt hat sie endlich aufgegessen, okay. Jetzt sitzt der auf dem Klo. Manu, komm, du gehst jetzt erstmal ins Bett. Ist ja schon, habe ich doch schon geklickt. Komm, stell hin den Teller. So, Gerdalein. Gerdalein geht jetzt aufs Klo. Komm, zack, mach das. Und deine Hausaufgaben musst du dann auch noch machen, komm. Hausaufgaben machen. Wir haben es schon wieder 4 Uhr. Oh mein Gott. Was haben wir für einen Tag? Freitag haben wir schon? Ah ja, Freitag früh aber. Du musst also heute nochmal in die Schule. Okay, dann geh schlafen. Das trifft sie natürlich gut, wenn wir jetzt Freitag früh haben. Dann können wir natürlich am Wochenende einen schönen Geburtstag feiern. Und der Johnny? Was mit dir? Wo willst du denn hin? Du willst nochmal die Kunst der Narwale lesen? Nee. Du darfst hier mal schön sauber machen. Klo ist alles noch schön. Waschbecken auch. Und dann darfst du das hier noch aufräumen. Du darfst ganz viel aufräumen hier. Guck mal. Aufräumen. Aufräumen und aufräumen. Aufräumen. Alles aufräumen hier. Haben wir noch irgendwas? Ich denke mal, oben steht nichts. Ich schau noch mal. Nö. Da ist nichts. Gut. Und dann darfst du hier natürlich auch noch das verdammte Essen raussortieren. Und dann darfst du was Neues kochen. Schon wieder Macaroni mit Käse. Das haben wir ja schon ganz oft gehabt jetzt, ne? Gruselkekse, Fischtacos. Ja, was nehmen wir denn jetzt? Buntbarsch in der Pfanne. Komm mal, das sieht irgendwie so lecker aus. Komm, dann machst du auch mal eine Partygröße. Ich mach mal auch schneller, bis die anderen dann hier so weit sind. Du gehst danach ins Bett und bis die Bertha ausgeschlafen hat. So, die Bertha, die ist jetzt erstmal schon mal in die Dusche. Die hat sie ja schon fast in die Hose gemacht. Klein Gerda ist in der Schule und sie kommt ja schon fast wieder.
Wir wollen heute Geburtstag feiern. Komm, Sonny. Du gehst jetzt mal hier schön Kuchen backen. Komm. Wir brauchen eine Geburtstagstorte. Da, 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 da. Wir brauchen eine weiße Torte oder einen Schokokuchen. Mehr kannst du leider noch nicht, ne? Nee. Oder kann eigentlich die Bertha schon mehr? Die hat auch so zwischendurch außerdem das Kuchen kochen gelernt, was sogar noch nicht auf dem Plan stand. Schokokuchen, zuckerfreier Kokoskuchen, eine weiße Torte, kannst du noch mehr? Doch, sie kann schon, oder? Ja, sie kann sogar ein wenig mehr machen. Einen Erdbeerkuchen, komm. Du darfst eine fantastische Erdbeertorte machen. Für die kleine süße Gerda. Damit sie dann heute noch Geburtstag feiern kann. Und du hast natürlich auch gleich schon den richtigen Lover für sie kennengelernt. Also zumindest einen ziemlich netten Typen. Das ist doch mal was. Ach, jetzt muss ich ja erst noch was essen. Hier hat er auch noch Hunger. Was wolltest du? Ach, der will auch was essen. Na okay, dann erst erstmal. Ah, da ist sie ja schon. Komm, cool. Sie hat auch erstmal Hunger. Weißt du was? Du machst aber erstmal deine Hausaufgaben fertig. Mach mal deine Hausaufgaben erstmal, dass das weg ist. Und die gute Bertha, die macht dir dann eine wunderschöne Erdbeertorte. Da bin ich mal gespannt, wie die wird. Aber es ist sehr, sehr schön, dass sie sich erstmal alle hier unwohl fühlen und so. Sag mal, Johnny, musst du heute eigentlich wieder arbeiten? In 2 Stunden. Schade, du wirst die Geburtstagsparty von deiner Tochter verpassen. Ja, da können wir jetzt leider keine Rücksicht drauf nehmen, weil du musst ja sowieso das ganze Wochenende arbeiten. Ja. Ein Geburtstagsfeiern in der Woche kann man zwar auch, ist aber nicht so schön. Du kannst dir mal ein bisschen bei den Hausaufgaben helfen. Komm, mach mal. Vielleicht kannst du ja ein bisschen dazu beitragen. So, wie sieht's denn aus? Oh, du fängst gerade schon an. Cool. Ich räume das hier mal schon mal ein bisschen für dich weg. Wir machen jetzt eine ganz leckere Erdbeertorte. Lecker. Ja, wen wollen wir denn überhaupt alles einladen, sag mal? Wollen wir mal so ein bisschen einen kunterbunten Haufen von deinen ganzen Lovern zusammenstellen? Das wäre doch auch mal interessant. Dann können die sich alle die Schädel einschweren. Aber wobei das doof ist, muss ja erstmal doch 8 Freunde haben. Und wenn die dann da mit dir Schluss machen... du brauchst nämlich noch 3. Das wäre doof, ne? Stimmt, dann machen die alle mit dir Schluss oder so und dann fängst du wieder von vorne an. Nee. Das machen wir nicht. Wir werden aber den Vater von deiner Tochter oder beziehungsweise von deinem zukünftigen Kind einladen. Das können wir natürlich machen. Ansonsten, die Geburtstagsparty wird beim nächsten Mal starten. Ich mache an der Stelle erstmal wieder Schluss. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bye, bye.